wohne jetzt in Köln und habe gestern für euch 50 Kilo Kürbis geschnippelt. Kürbiskraftsuppe und Kürbismonde stehen heute auf dem Speiseplan. Astrid Gloria zeigt in ihrer Mini-Bühnenküche, wie es geht. Dabei würzt die Kabarettistin ihre Menüs mit einer guten Portion Humor. Na, geht's euch gut da drin? Ja, geht's euch gut? Ich finde, man sollte eh viel öfter mit seinem Gemüse reden. Was? Das kommt einem ja ziemlich nah. Schon vor ihrer Zeit als komische Köchin hat Astrid Gloria Bühnenerfahrung gesammelt. Also ich war gut 15 Jahre eben als Komikerin, Kabarettistin, Zauberkünstlerin unterwegs, als Hertha Schwätzig, mit dem Lebensmotto, das Leben ist hart, aber ich bin Hertha. Und dann habe ich so gemerkt, ah ja, ich möchte noch mal was Neues machen, was anderes. Und da ich leidenschaftlich gerne koche und mich auch immer für Ernährung interessiert habe und so, wenn man dann spätestens mit Mitte 30, Anfang 40 merkt man auch, dass man irgendwie was machen muss mit der Ernährung, dass es nur mit Fritten und Pizza nicht viel weiter geht, wenn man so ein fröhliches, ungewöhnliches Leben weiterführen möchte. Und dann habe ich eine vegetarische Kochausbildung gemacht und eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Und ich sage ja auch, man kann sich ja auch gesund ernähren, ohne abnehmen zu wollen. Ne? Und auch ohne schwanger zu sein oder eine böse Krankheit zu haben. Einfach nur, weil es dem Körper gut tut. Und in meinen Shows zeige ich, wie das geht. Und dabei erfahren die Zuschauer so nebenbei einiges über die Kulturgeschichte von Kürbis und Co., immer verbunden mit einer kleinen Ernährungskunde. Und das Beta-Carotin, klar, einmal so, was meiste, was man kennt, ist gut für die Augen, ja, aber auch gut für die Haare, gut für die Haut, ne? Hält sie schön geschmeidig, ja, und schützt sie vor Sonneneinstrahlung. Ja. Das Wissen, was sie vermittelt, das fand ich einmalig. Das Wissen von all den Einzelnen, wofür das alles gut ist, und das geht alles verloren. Und gerade das braucht man, dann braucht man das nicht zur Apotheke zu holen. Diese Produkte hat man, braucht nicht lange zu suchen und dann weiß man, dass man was Gesundes hat. Hokus Pokus, 1, 2, 3, Ingwer, komm herbei. Aber es wird nicht nur gekocht, erklärt und gelacht in der Kürbisshow. Astrid Gloria ist auch eine Zauberkünstlerin. Während die Kürbissuppe auf dem Herd gart, verblüfft sie das Publikum mit ihren Tricks. Und wenn das Essen dann fertig ist, dürfen die Zuschauer auch gerne mal probieren. In St. Vith stellt sich Astrid Gloria dem kritischen Urteil der ostbelgischen Hausfrauen. Ganz lecker. Ein bisschen ungewohnt mit dem Orangensaft, aber sonst lecker. Ein bisschen herb im Geschmack, aber ne, ein bisschen herber, wie man es sonst zu Hause macht. Sehr gut. Jedes Einzelne schmeckt man gar nicht, das ist so schön durchzogen und schön gebunden. Extra, die kochen wir nach. Ja, man kann auch Sahne dran machen. Frei zum Variieren gibt Astrid Gloria ihre Rezepte weiter. Kürbis in vielen Variationen. Weil er schön und schlau macht, gibt es nach der Suppe noch Kürbisecken mit magischem Petersilienpesto. Bei Astrid Gloria kommt nur das auf den Tisch, was gerade Saison hat. Das ist auch ein Grund, warum ich die Show mache. Denn wir wissen ja kaum noch was darüber. Was wissen wir über unsere Gemüse? Ne? Wie es aussieht, wie schmeckt, vielleicht noch, wie man es zubereiten kann und wo es im Supermarkt liegt. Ne? Wir wissen kaum noch, wann es wächst, wo es wächst, wie es wächst. So kann ich jeden nur ermuntern, auch nur in kleinen Ecke oder auf dem Balkon ein bisschen rumzugärtnern oder sei es nur auf der Fensterbank, um diese Verbindung zu Mutter Natur eben wieder zu bekommen. Ne? Kleine weiße Wolke sagt hau zu dem Stamm der Landfrauen, die hier so schön wohnen. Die Mischung aus Kochen, Kabarett und Zauberstückchen macht Astrid Glorias Show unverwechselbar. Für die Zuschauerinnen im St. Vither Triangel war diese Vorstellung jedenfalls erfrischend anders. Also sie macht das so fein, so locker, so richtig schön, so aufmunternd. Wer Astrid Gloria in St. Vith verpasst hat, kann sie im Kölner Ateliertheater sehen. Ab Dezember dann mit ihrer Show Apfelkuss und Mandelstern.